Metamorphose kennt ihr schon aus der Natur von unterschiedlichen Lebewesen, wie zum Beispiel Raupen. Aber wusstet ihr, dass es dies auch bei Steinen gibt? Ein gutes Beispiel ist Kalkstein, der zu Marmor wird. Aber wie entstehen eigentlich metamorphe Gesteine? Die Metamorphose im geologischen Sinn funktioniert wie folgt. Wenn sich Druck und Temperatur ändern, passen sich die Gesteine an die veränderten Bedingungen an. Dabei durchlaufen sie eine Umwandlung wie ein Schmetterling. Es ändert sich die innere Struktur und dementsprechend auch die äußere Erscheinung. Zurück bleibt ein sehr hartes, dichtes Gestein mit teilweise ganz anderen Eigenschaften. Dabei ändern sich die grundlegenden Bausteine des Gesteins nur geringfügig, wenn überhaupt. Je nachdem, welches Gestein diese Veränderung durchläuft, können die Ergebnisse ganz unterschiedlich aussehen. Links seht ihr unser Anfangsgestein und rechts die entsprechende Metamorphose. Ton wird zu Schiefer, Granit zu Gneis und Kalkstein zu Marmor. Hey!